Alright. Okay, ready when you are. Go. Hi, ich bin die Skender. Ich bin seit über 2,5 Jahren beim Team Sonnenwagen Aachen und dem Elektrotechnik und Sponsoring Team. Hi, ich bin Freddy. Ich bin seit einem Jahr bei Team Sonnenwagen Aachen und im Sponsoring Team. Wir sind hier in Zolder in Belgien auf der ehemaligen Formel 1 Strecke für die European Solar Challenge. Die European Solar Challenge ist ein 24-Stunden-Rennen. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass das mit Solarrennfahrzeugen schwierig wird bei Nacht. Deswegen wird es strategisch höchst interessant. Wir treten mit beiden Fahrzeugen an und haben während des Rennens zweimal die Möglichkeit, nachzuladen. Dies werden wir natürlich nachts machen, wenn die Sonne nicht scheint. Genau. Wir sind hier heute dabei, um euch mit ins Renngeschehen zu nehmen. Dabei wird Iskender euch alles rund um das Technische und die Autos zeigen. Ich nehme euch mit hinter die Kulissen und zeige, wie es im Rennen läuft. So, das Rennen ist gestartet. Unsere zwei Autos sind unterwegs. Es geht los, 24 Stunden lang. Hallo. So, yeah, but it's okay now, okay. Wir haben gerade leider einen kleinen Vorfall gehabt am Fahrzeug und nochmal die Reifen schlecht gebracht und wir packen. Ich wollte einfach ein individueller Fehler von mir, für den ich mich natürlich nur entschuldigen kann. Wir sehen jetzt gerade etwas sehr Gutes, und zwar ist das Auto wieder rausgerollt und die Fahrer sitzen drin. Aktuellstes Fahrzeug ist der Covestro-Sonnenwagen, den wir hier sehen. Mit dem Covestro-Sonnenwagen waren wir 2019 in Australien und viele der Alumni hier haben an dem Fahrzeug mitgearbeitet. Was gerade passiert ist, dass wir 2 Stunden unmittelbar vor dem Rennen sind und noch die finalen Vorbereitungen treffen. Das heißt, wie man sehen kann, gibt es gerade finale Abschlussarbeiten, um den Motor optimal zum Laufen zu bringen. Dann nehmen wir das Auto technisch ab und dann sind wir schon in unserer Rennkonfiguration. Besonders an dem Covestro-Sonnenwagen ist, dass wir Weltraum-Solarzellen nutzen mit einem Wirkungsgrad von 35%. Das ist zweifache von dem, was so Dach-Solarzellen abgeben können. Es gibt super viele Komponenten, die wir als Team selbst entwickeln. Das ist die Batterie, der Elektromotor und die gesamte Außenhülle wird von uns als Team gebaut. Wenn man sich die Lenkung anguckt, die selbstentwickelte Vierradlenkung, mit der wir das Fahrzeug schräg stellen können und dadurch die Windenergie auch nutzen können im Rennen, kann man sehen, dass es ganz komplizierte Getriebe sind, um das zu bewerkstelligen. Und wir entwickeln den Motor, die Lithium-Ionen-Batterie, viele Komponenten selber. So wie hier der Motor, der wirklich von der ersten Skizze bis zur Umsetzung komplett von uns realisiert wurde. Außerdem ist noch der 2017er Sonnenwagen zu sehen dort drüben. Der tritt auch an mit einem Alumni-Team. Wie man unschwer erkennen kann, hat der 2017er Sonnenwagen eine ganz andere Grundform. Hier haben wir einen Katamaran. Und die Sonnenwagen werden auf Aerodynamik optimiert. Das heißt, wir versuchen, die Verluste möglichst gering zu halten. Die Sonnenwagen von uns verbrauchen deshalb teilweise weniger als Außenspiegel von normalen Serien-PKWs. Wichtig ist noch zu sagen, dass Corona-bedingt nicht alle Teams antreten, die eigentlich angetreten wären. Dementsprechend haben wir ein bisschen ein ausgedünntes Feld. Jedoch ist zu betonen, alle Top-Teams aus ganz Europa und aus der Welt sind hier. Das heißt, das wird ein sehr, sehr spannendes Battle zwischen sehr vielen, sehr guten Autos und guten, motivierten Teams. Abgeleitet von der World Solar Challenge, das ist quasi die Weltmeisterschaft, die alle 2 Jahre in Australien stattfindet, gibt es 2 Klassen von Solarrennfahrzeugen. Es gibt die Challenger Class und die Cruiser Class. Die Cruiser Class baut etwas größere Autos, wo mehr Leute reinpassen sollen. Die sollen praktikabler sein und einfach näher am echten Leben, so wie man quasi sich vorstellen kann, so ein Auto bald kaufen zu können. Und dementsprechend sind die Autos eher weniger auf pure Effizienz ausgelegt als eben die Challenger Class, die auch unsere Autos sind. Die sind halt auf pure Effizienz ausgelegt, nicht so wirklich auf Praktikabilität, sondern einfach möglichst effizient von A nach B kommen, nur mit der Kraft der Sonne. Genau. Genau. Dann kommen wir auch zum ersten Team, was hier jetzt an der European Solar Challenge teilnimmt. Das ist das Solar Team Eindhoven.
Und das ist ein Cruiser-Class-Auto. Das heißt, hier geht es um Praktikabilität. Dieses Team ist mehrfach Gewinner der World Solar Challenge gewesen. Und aus dem Team gibt es auch ein Startup, was sich ausgegründet hat, Lightyear. Die arbeiten daran, Solarfahrzeuge auf den Markt zu bringen. Als nächstes Team sehen wir unsere Kollegen aus den Niederlanden. Das ist das Top Dutch Solar Team aus Groningen. Die sind 2019 das erste Mal dabei gewesen und haben sich auch für eine Pfeilform entschieden, wie wir 2019. Dann ist noch ein weiteres Top-Team aus den Niederlanden dabei. Also wie man schon hört, sehr viele niederländische Teams. Die Niederlande ist da sehr gut aufgestellt. Und das ist das Solar Team Twente. Das Solar Team Twente hat mit seinem schönen Katamaran 2019 ein sehr gutes Rennen gefahren, hatte dann leider aber wie wir in der Nähe von Kuba Pedi Probleme und einen Unfall gehabt. Dann ist noch ein Team aus der Türkei dabei, trotz Corona. Und das ist das Team der Istanbul Technik Universität. Das Auto ist gerade nicht in der Box, die müssen wahrscheinlich die Batterie laden. Dazu gibt es da hinten spezielle Ladestellen. Hinter unserer Box ist dann der Gewinner der World Solar Challenge 2019. Das Agoria Solar Team, was gerade mit dem Fahrzeug aus der Box fährt. Ich glaube, die haben 6-mal teilgenommen, den wohlverdienten ersten Platz geholt. Ja. Ich hoffe, wir haben ein geiles Rennen vor uns. Wir gehen noch mal ganz kurz durch, was jetzt passiert. Um 12.20 Uhr werden die ganzen Autos in der Pitlane aufgestellt und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Es wurde gestern eine Startreihenfolge gelost. Diese Startreihenfolge ist für uns nicht so wahnsinnig optimal. Der Kosovar startet auf 11, der Husovar startet auf 4. Ist nicht so wichtig, es ist ein 24-Stunden-Rennen. Genau, wir fangen an mit dem Husovar-Fahrer Tim und dem Kosovar-Fahrer Olli. Es darf jeweils eine Person beim Einsteigen helfen. Das machen Max für Tim und Christoph für Olli. Am Anfang ist der Kommunikator für den Huso, der Tarsi, und für den Kosovar die Lina. Und ich und Christoph sind Ansprechpartner. Tim Salwein! Tim Salwein! Tim Salwein! Perfekt. So, es geht gleich los. Man sieht hier schon alle Autos in Reihe und Glied. Da ist unser Sonnenwagen 1, da hinten steht der Covestro-Sonnenwagen. Genau, wir werden langsam nervös, aber das ist gute Nervosität. Und ja, schauen wir, was passiert. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Unsere zwei Autos sind unterwegs. Jetzt geht's los. 24 Stunden lang möglichst konzentriert arbeiten. Hoffentlich fahren unsere Fahrer ein sauberes Rennen und wir kriegen keine technischen Probleme. Wir hatten aber jetzt leider gerade schon beim Covestro Sonnenwagen einen Technical Error. Da wird Candy euch gleich noch mehr dazu erklären. Aber das Wichtigste ist, beide Autos fahren. Es geht los. Wir freuen uns. Den ersten Stop. Der Sonnenwagen 1 ist reingekommen und zwar hat er was geschliffen. Das haben wir jetzt hoffentlich gut behoben und das Auto ist wieder unterwegs. Auch eine sensationelle Boxenzeit von 1 Minute 10. Wir haben es gestoppt. Sollte alles noch einzuholen sein. Das Rennen ist lang. Ich glaube, wir haben damit mehr Zeit rausgeholt, als wir verloren hätten. Wir haben gerade beim Covestro-Sonnenwagen das Problem, dass die Solarzellen nicht funktionieren, beziehungsweise wir keine Leistung von den Solarzellen ins Auto kriegen.
Gerade seht ihr, wie die Fahrstrategie und wir mit dem Fahrer absprechen, was wir jetzt machen, um das Problem zu beheben. Olli kriegt gerade die Durchsage, auf der gerade das Fahrzeug auszumachen und unter unserer Aufsicht mit der Telemetrie dann das Fahrzeug neu zu starten, damit die Solarzellen wieder funktionieren. Gerade ist auch der Covestro Sonnenwagen hier in die Box rein, wegen diesem Solarzellenproblem. Wir sind nämlich 40 Minuten ohne die Solarzellen gefahren. Ja, das hat alles natürlich im Austausch mit dem Fahrer und der Fahrstrategie stattgefunden. Und das Elektrotechnik-Team hat sich dann besprochen, Maßnahmen beschlossen, die den Boxenstopp vorbereitet. Und innerhalb von 15 Minuten haben wir dann eben das Fahrzeug wieder fahrfähig gemacht. Wir hatten ein Problem mit einem Bordcomputer und jetzt laden wir wieder und jetzt können wir auch wieder voll durchstarten. Wir sind jetzt gerade beim Fahrerwechsel, das heißt, Tim ist ja gerade die ersten zwei Stunden gefahren. Jetzt wechseln wir eben, das heißt, man muss wieder sich wiegen, dass man über die 80 Kilo kommt, um eben gleiche Chancen für alle zu garantieren. Und jetzt warten wir gerade darauf, dass unser Fahrzeug in die Box kommt, worauf ich dann einsteigen werde. Dann werden wir noch 5 Minuten warten, um die vorgegebene Zeit einzuhalten. Ja, dann geht's weiter. Erzähl uns über die vorgegebene Zeit, also was ist das Reglement, wie lange steht das Auto, genau. Dürfen wir am Auto arbeiten in der Zeit, was ist gerade, was passiert? Genau, das Auto steht eben 5 Minuten, in denen in aller Ruhe gewechselt werden kann, Fahrergewichte austauschen, Funkcheck und so weiter. Ist eben vorgeschrieben, damit das alles ordentlich abläuft, wir immer gut vorbereitet sind und wie eben keine Ausfälle während der Fahrt haben. In der Zeit darf allerdings nicht am Auto gearbeitet werden, das heißt, es zählt eben nicht zur Pitstop-Zeit, sondern in der Zeit soll wirklich der Fahrer gewechselt werden und dann wieder losgefahren. Top, danke dir, viel Erfolg. Danke. Ich möchte jetzt einmal die Möglichkeit nutzen, euch unseren Vorstandsvorsitzenden vorzustellen, und zwar den Timon. Ja, Timon, wie geht's dir? Wir sind jetzt ungefähr 3 Stunden im Rennen. Erzähl mal, wie ist deine Gemütslage so? Ja, wir hatten ein bisschen schwierigen Start. Gerade unser Covestro-Sonnenwagen hat leider am Anfang ein kleines Problem mit den Solarzellen gehabt. Deswegen mussten wir nochmal in die Box und das fixen. Da haben wir 10 Minuten verloren, aber die Zeit machen wir gerade wieder gut. Also ich würde sagen, wir sind gut im Rennen, hatten noch keine größeren Schwierigkeiten. Auch der andere Huawei-Sonnenwagen, da musste auch ganz kurz rein, aber es ließ sich alles locker lösen. Insofern sind wir gut dabei. Der Start läuft schon mal, jetzt müssen wir die 24 Stunden noch so durchhalten, dann sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Super, das sind Dinge, die man gerne hört. Nochmal zum Start, was genau ist da in der Box vorgefallen? Also was haben wir da gemacht, was genau waren die Probleme und warum ist das aufgetreten? Also haben wir daraus gelernt, Lessons learned? Wahrscheinlich schon, erzähl einfach mal. Ja, ich meine, wir bauen Prototypen-Autos, da kann man nicht mehr mit einem ganz sicher rechnen. In dem Fall war es jetzt so, die Solararrays haben wir über, wir haben ja eine Telemetrie, können also live Daten empfangen, wie viel unsere Solararrays uns gerade einspielen. Da ist dann sofort in der ersten Runde aufgefallen, dass sie nicht das einspielen, was sie sollten. Dann sind wir reingefahren, haben kurz gemessen, haben den Fehler gefunden, konnten eine Sicherung austauschen, die durchgebrannt war, und konnten dann weiterfahren. Top. Jetzt hoffen wir einfach, dass die Sonne gut genutzt wird, dass wir das Tempo weiter hochhalten und vorne mitfahren. Genau dazu, was sind deine Aussichten, was denkst du, ist realistisch möglich mit beiden Fahrzeugen? Also, wenn man sich an den Sachen orientiert, an den Ergebnissen orientiert, die alle Autos hier in Australien erzielt haben, würde ich sagen, es ist eine realistische Sache, dass wir Dritter werden mit dem Covestro-Sonnenwagen. Mit dem Huawei-Sonnenwagen ist es schwerer einzuschätzen, der ist tendenziell eher älter und hat schlechtere Zellen. Da rechne ich mit einer Platzierung um den 6. Platz. Man sieht dann auch, die Konkurrenz, die ist ja extrem groß. Mega, also ja. Im Prinzip einfach nur die guten oder die Top-Teams aus Australien sind hier. Ja. Und die ganzen Teams, die tendenziell nicht so kompetitiv fahren, kommen meist von weiter weg und konnten jetzt deswegen nicht anreisen. Dementsprechend ist es wahrscheinlich das engste Feld, was es so gegeben wird bei der European Solar Challenge. Aber ich meine, das ist halt auch eine Herausforderung von uns, dass wir uns an dem Level messen wollen. Ja, jetzt meinten wir gerade schon, wie es hier gerade bei der aktuellen European Solar Challenge läuft. Wir nehmen ja jetzt das zweite Mal hier teil. Wie ist so deine grobe Einschätzung zum Event an sich? Also warum lohnt sich das für uns als Verein, auch wenn wir jetzt kein neues Auto hierfür entwickelt haben? Und was sind so die größten Dinge, die wir hieraus lernen können und die uns als Team auch voranbringen? Also grundsätzlich bauen wir das Auto natürlich für die WSC, also darauf legen wir es aus. Ja. Aber es ist natürlich schön, wenn man daran noch an anderen Events teilnehmen kann. Die European Solar Challenge ist für uns super gelegen. Wir sind 80 Kilometer entfernt von Aachen. Wir können hier wunderbar hin. Wir können als neues Team uns einspielen. Man sieht ja auch jetzt schon, sowas muss ich einspielen. So Rennabläufe, die laufen nicht immer direkt flüssig. Da muss man ein paar Mal probieren, wie funktioniert was am besten. Und dafür ist die European Solar Challenge wunderbar geeignet. Auch als Motivationsgeber für ein Team, was sonst ja 2 Jahre auf ein Event hinarbeitet,
hat man nochmal ein Event, es schweißt zusammen, alle lernen sich kennen. Absolut. Ich denke, nach der ESC können wir richtig Vollgas geben Richtung Australien. So soll das sein. Genau, und haben nochmal einen richtigen Motivationsschub. Top, ich danke dir, Timo. Kein Problem. Also sich bitte rechts halten, ich überhole jetzt innen links. Oh no. So, yeah, but it's okay now, sorry. Okay, thanks. Wir haben gerade leider einen kleinen Vorfall gehabt und deshalb ist das gesamte Fahrwerksteam gerade im Fahrzeug, um nochmal die Reifen frisch zu machen und das Teile vom Fahrwerk auszutauschen unter Umständen. Und genau, das ist gerade die Action, die wir in der Box haben. Dabei versuchen wir natürlich, die Zeit in der Box gering zu halten. Gerade geben alle Vollgas und wir hoffen, dass wir noch vor der Dämmerung wieder auf die Strecke können. Genau. Grundsätzlich wird gerade einfach der ganze Dreck aus dem Auto rausgesaugt, wie eben auch schon beschrieben. Wir machen jetzt das Beste draus. So. Uns als Team kriegt man, glaube ich, nicht so schnell runter. Wir arbeiten uns da durch und dann schauen wir mal, wie es am Ende aussehen wird. Aber wir kämpfen. Wir sehen jetzt gerade etwas sehr Gutes, und zwar ist das Auto wieder rausgerollt, ein Fahrer sitzt drin und es geht gleich weiter. Das Wichtigste hierbei ist aber auch nochmal zu erwähnen, Safety first gilt halt trotzdem. Also hier wird nichts irgendwie riskiert. Wenn das jetzt weitergeht, heißt das, dass wir denken, das Auto ist genauso sicher wie vorher. Das Ganze hat uns jetzt noch nicht so viele Plätze gekostet, aber schon einige Zeit gerade an die Spitze. Also die Spitzengruppe wird schwer einzuholen, das Rennen geht halt immer noch sehr lang. Dann kommt man schnell mal wieder ran. Eins, go! Anders als bei der WSC darf bei der ESC geladen werden. Die Challenger-Klasse darf zweimal laden. Und halt Teil der Strategie ist herauszufinden, zu welchem Zeitpunkt und für welchen Zeitraum wir laden sollen. Weil es ist nicht immer optimal, die Batterie komplett voll zu fahren oder bei dem tiefsten SOC zu starten. Die Fahrstrategie hat uns gesagt, dass wir jetzt in 10 Minuten laden werden. Und deswegen haben wir hier schon die Ladegeräte aufgebaut. Wir werden gleich den Wagen hier rückwärts reinfahren und halt gemeinsam den Solarzellendeckel anheben, um so schnell wie es geht an das Batteriekabel zu kommen, um so schnell es geht zu laden und auch nachher wieder so schnell es geht wieder losfahren zu können. Hier kann man richtig viel Zeit rausholen. Es ist geplant, dass wir eine Stunde oder eineinhalb Stunden laden. Es kommt darauf an, was die Fahrstrategie während des Ladeprozesses sagt. Sie wird die ganze Zeit die geplante Strecke noch durchoptimieren und uns immer auf dem Laufenden halten. So, die Hälfte des Rennens ist jetzt vorbei. Knapp 12 Stunden. Das ist eine unfassbare Zeit. Und das Kranke ist, dieselbe Zeit kommt jetzt einfach nochmal. Es ist mitten in der Nacht. Ich glaube, ein Großteil von uns ist müde, ein Großteil von uns ist fertig. Aber wir sind alle nicht weniger motiviert als noch zum Anfang des Rennens. Es ist schon eine Menge passiert. Für uns leider Gottes vielleicht nicht ganz so optimal, wie wir uns das gewünscht haben. Das Gute ist, wir haben zwischenzeitlich schon gezeigt, dass unser Covestro-Sonnenwagen vorne mithalten kann. Die Zeiten kann er fahren, die Zeiten ist er heute auch gefahren, nur leider nicht über die ganze Strecke hinweg. Und das ist doof gelaufen, aber das zeigt einfach, wie viel Potenzial in diesem Auto steckt. Und wir hoffen, dass wir das die nächsten 12 Stunden auch ausfahren können. Momentan sieht es aus, dass wir 8. und 9. sind mit beiden Fahrzeugen. Es ist mehr drin und ich glaube daran, dass wir das auch zeigen können. Guten Morgen. Wir haben jetzt noch über 6 Stunden für das Rennen und ein 24-Stunden-Rennen macht es aus, dass in den 24 Stunden sehr viel passiert und das ist auch heute Nacht so gewesen. Nachdem wir unsere Batterie gekühlt hatten für den Ladevorgang, haben wir uns entschieden für eine Strategie, dass wir unsere Batterie lange laden
und darf auf den zweiten Ladestopp verzichten. Das heißt, der Covestro-Sonnenwagen ist gerade auf der Strecke und fährt jetzt bis 13 Uhr einfach seine Runden, um Rundenzeiten zu sammeln. Außerdem haben wir die schnellste Rennrunde gefahren. Das sah total faszinierend aus, wenn der Sonnenwagen hier mit 130, 140 runterbrettert und in die erste Kurve fährt. Auf jeden Fall haben wir aktuell 4 Sekunden Abstand in der schnellsten Runde zu unseren Konkurrenten aus den Niederlanden, die aber auch die schnellste Runde benötigen, um den ersten Platz zu bekommen. Unsere Strategie ist jetzt einfach, das Rennen zu Ende zu fahren mit der Batterieladung, die wir haben. Gleich müsste die Sonne aufgehen, es wird jetzt auch schon langsam heller. Das heißt, gleich kriegen wir auch mit den Solarzellen wieder was rein. Und das könnte noch ordentlich was passieren im Ranking. Vor allem geht es jetzt darum, das Auto jetzt noch die letzten 6,5 Stunden zuverlässig übers Ziel zu bringen. Guten Morgen zusammen. Ihr seht, es ist ein bisschen frisch hier am Morgen. Dennoch habe ich mir mal den Olli geschnappt nach ein paar Stunden Schlaf. Einfach mal, um mit dir ein bisschen aufzurollen, was gestern passiert ist. Wir haben euch ja vorher schon berichtet, dass wir in Schikane 1 einen kleinen Zwischenfall hatten. Da ist Olli gefahren. Erzähl einfach mal direkt aus deiner Perspektive, was da vorgefallen ist am besten. Also im Endeffekt ist das recht einfach. Also wir hatten recht schnellen Stint und wollten ein bisschen an die anderen Teams ranfahren. Und sind dann sehr dynamisch gefahren und im Endeffekt war das einfach ein individueller Fehler von mir, für den ich mich natürlich auch nur beim ganzen Team entschuldigen kann, weil ich einfach in Kurve 5 zu schnell reingefahren bin. Dann habe ich einen Grip verloren und mich dann quasi rausgedreht. Wenn du dann den Wagen verlierst, kannst du nichts mehr machen, du kriegst den dann nicht mehr gefangen. Aber im Grunde genommen genau das, was du sagst. Also wir haben durch dieses Rutschen auch viel Geschwindigkeit verloren, deswegen wir dann ja quasi dann nur so relativ leicht auf die Seite gekippt sind, was dann natürlich auch dann Schaden vermindert. Aber gerade in so Situationen, finde ich, sieht man dann einfach sehr, sehr gut, wie gut das Team funktioniert. Weil gerade in diesen schwierigen Situationen hat dann jeder mit angepackt. Es waren direkt 3 Leute an der Unfallstelle. Wir haben den Wagen aufgeladen. Das Auto wurde direkt aufgeladen. Ja. Es ging direkt einfach dran, was ist kaputt, ist überhaupt was kaputt. Dann hat sich herausgestellt, es ist nichts kaputt. Dann ging es daran, direkt die Kieselsteine aus dem Auto rauszukehren. Dann wurden die Reifen gewechselt und dann ging es auch schon weiter. Wichtigste ist, dass niemandem was passiert ist, würde ich sagen. Dem Auto ist auch nichts passiert. Das ist halt das optional Geile für uns. Das Rennen ging weiter. Es geht jetzt auch noch ein bisschen. Was denkst du, was erwartet uns noch an diesem Vormittag bis mittags? Was machen die letzten Stunden noch? Ja, also wir kriegen jetzt auch wieder Sonne rein. Genau, das ist für die Strategie halt ganz interessant, wie wir das Rennen jetzt noch zu Ende fahren. Ja. Ich denke, wir sind da in einer ganz guten Situation. Ich setze mich ja dann gleich auch nochmal ins Auto. Das wird dann für mich auch dann nochmal ein besonderer Moment. Glaube ich dir, ja. Aber ich denke, dass wir das dann hier heute vernünftig zu Ende fahren. Wir haben uns die nächste Person aus dem Arbeitsumfeld hinausgenommen und einmal hier für ein Interview zur Seite gestellt, und zwar Georg. Du bist bei der Fahrstrategie. Ja. Magst du uns erzählen, was ihr so bei der Fahrstrategie alles macht? Die Fahrstrategie ist eigentlich eines der Kernkomponenten beim Rennen dann selber. Und zwar sind wir dafür verantwortlich, dass der Wagen, der von dem Rest des Teams gebaut wurde, auch sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Mhm. Also das heißt, wir quasi lassen eine Optimierung über diese Strecke laufen oder über den Streckenverlauf und wissen dann genau, welche Geschwindigkeit wir fahren wollen, an welchem Zeitpunkt, damit wir am Ende den Akku halt komplett nutzen können. Weil das Ziel ist es jetzt nicht, irgendwo auf der Strecke stehen zu bleiben oder auch nicht halt mit halbem Akku hinanzukommen, sondern genau perfekt die Kapazitäten, die wir haben, auszunutzen. Ja, das ergibt Sinn. Ihr wart ja dann auch vor 2 Wochen mit einem Auto hier und habt das Höhenprofil der Strecke abgemessen. Hat sich das für euch schon gelohnt? Also merkt ihr jetzt schon nennenswerte Unterschiede zu den Daten, die ihr vorher hattet? Oder war das bisher eher so? Ja, definitiv. Ja. Wir haben dann mit recht präziser Messung GPS-Module die Strecke einmal das Höhenprofil ausgemessen und damit, das können wir dann eine Optimierung geben und die Optimierung dann kann damit arbeiten. Also die Optimierung fügt einige Datenquellen zusammen, also zum Beispiel die Höhe der Strecke, aber auch zum Beispiel die Effizienz von dem Wagen, aber auch so eine Sachen wie zum Beispiel Wetter machen einen großen Einfluss, weil wegen Sonneneinstrahlung, das ist eine Hauptkomponente des Rennens. Während des Rennens müssen wir auch die Optimierung dann häufiger durchlaufen lassen, um
und sich den aktuellen Situationen anzupassen. Klar. Aber die Fahrstrategie macht ja nicht nur das, sondern unsere Aufgabe ist es ja auch, möglichst effizient zu fahren. Also auch dem Fahrer halt Feedback zu geben darüber, wie er fährt und wo er was besser machen soll und wie die Kurven nehmen soll und so eine Sachen. Die Optimierung ist halt tatsächlich nur eine Komponente. Ja. Und tracken halt den Wagen und den Zustand des Wagens über die gesamte Strecke, in der gesamten Fahrt, in einer recht hohen Auflösung und sehen dann direkt, wenn der Fahrer gerade bremst oder rekuperiert oder zu stark beschleunigt und so. Dann können wir ihm direkt sagen, ey, nein, Junge, fahr hier weniger. So, die letzte Rennstunde läuft. Die Ergebnisse stehen relativ fest. Ich habe nochmal den Timon zur Seite geholt. Der wird uns jetzt nochmal zusammenfassen, was so passiert ist über das ganze Rennen, über den ganzen Renntag und wie es momentan aussieht. Ja, also wir sind im Moment mit unseren beiden Wagen auf Platz 6 und Platz 7. Der Kosova, also der etwas neuere, ist auf Platz 7 und der Husova auf Platz 6. Mhm. Wir sind damit in der Gesamtwertung mit dem Kosova vermutlich gerade auf Platz 5. Das ist noch nicht ganz sicher. Mhm. Die Gesamtwertung setzt sich zusammen aus der schnellsten Runde, aus dem Dynamic-Parcours und aus dem Ergebnis des 24-Stunden-Rennens. Da wir im Dynamic-Parcours und bei der Hotlap sehr gut waren, wir haben heute Nacht in der Nacht um, ich glaube, 3:30 eine Hotlap mit 2:49 gefahren. Genau, damit sind wir jetzt zweitschnellste Zeit. Ja. Genau, das ist auf jeden Fall ziemlich gut gewesen. Mhm. Gesamtwertung Platz 5 ist auch durchaus in Ordnung, vor allem wenn man überlegt, dass wir ja mit dem Wagen von der Strecke gerutscht sind und was noch ein großes Problem war, dass wir, dass die Batterie die Temperatur nicht ganz halten konnte. Wir sind ein Team, was sehr, sehr auf das Rennen in Australien fokussiert ist und dementsprechend das Auto darauf optimiert. Da spielen einige Dinge eine Rolle, zum Beispiel, dass man hier eben extern an der Batterie laden darf und die Batterie muss dafür einfach ausgelegt sein. Ja. Da wir das in Australien gar nicht machen dürfen, haben wir das natürlich dementsprechend gar nicht darauf ausgelegt. Und dann darf man auch nicht erwarten, damit hier irgendwelche Wunderergebnisse zu erzielen. Ja. Ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit dem Ergebnis. Ganz wichtig war es, die ganzen Abläufe, die super wichtig im Rennen sind, weil natürlich, da verliert man natürlich unnötige Zeit. Die mussten alle einstudiert werden, die sind immer besser geworden. Die letzten Fahrerwechsel waren eigentlich alle komplett fehlerlos. Und das müssen wir mitnehmen für nächstes Jahr und dann darauf aufbauen. Absolut. Daraus mitnehmend jetzt für uns als Team, wie nehmen wir das für die Teamchemie mit, für unser Arbeiten untereinander, jetzt wenn auch dann die Konstruktionsphase vom Sonnenwagen 3 kommt, wenn wir das Auto zusammenbauen. Hast du da schon irgendwas, was dir direkt aufgefallen ist, was wir definitiv anwenden können und sollten für uns als Mannschaft, damit wir zusammenschweißen und effektiver werden? Also man muss ja dazu sagen, wir sind jetzt als Team neu zusammengekommen, zu Zeiten einer Pandemie und deswegen haben wir uns alle relativ wenig bisher gesehen. Deswegen fand ich eine super, super schöne Gelegenheit, mal alle wirklich persönlich kennenzulernen. Ich kannte eigentlich schon alle persönlich, aber ich weiß, dass viele sich vorher noch nicht untereinander kannten. Deswegen habe ich das Gefühl, über die letzten 3-4 Tage sind wir nochmal richtig zusammengewachsen als Team. Ja. Und das hilft uns sicher in den nächsten Monaten, um dann effektiver arbeiten zu können. Das denke ich auch. Hast du sonst noch ein Abschlussstatement, irgendwas, was du loswerden möchtest? Ja, ich fand es ein wunderschönes Wochenende und ich habe noch mehr Lust auf die World Solar Challenge in einem Jahr. Dito, das kann ich genauso unterschreiben. Ja, danke, Timon. Kein Problem.
Rennen ist vorbei. Die 24 Stunden waren knallhart. Die Sonne knallt genauso krass gerade. Und ich glaube, das ganze Team ist mega erschöpft. Die meisten haben kaum geschlafen. Und jetzt stehen wir hier hinter unseren beiden Autos vor der Fahrerparade. Genau. Insgesamt vom Rennen an sich lässt sich aber sagen, wir als Team sind daraus gewachsen, umso motivierter für die World Solar Challenge nächstes Jahr. Wir haben Bock, den dritten Sonnenwagen fertig zu entwickeln und zu bauen. Und ich glaube, insgesamt war das mehr als ein positives Wochenende. Auch wenn wir jetzt erschöpft sind, glaube ich, werden wir lange sehr gut auf diese Zeit zurückblicken und lernen daraus, was hier vielleicht nicht ganz so gut funktioniert hat, würde ich sagen. Und das war auch unser Ziel mit der European Solar Challenge. Die Hauptchallenge, auf die wir uns konzentrieren, ist die World Solar Challenge. Und was uns bei diesem Rennen wichtig ist, ist, dass das neue Team versteht, wie es ist, in so einer Rennsituation zu sein. Wir haben jetzt eine Woche Erfahrung sammeln können in Belgien. In Australien geht es bis zu 2 Monate für die meisten Teammitglieder. Und das war eine sehr wichtige und prägende Erfahrung, bevor es ernst wird in dem Bau und der Entwicklung des nächsten Sonnenwagens. Genau, damit bleibt eigentlich nur zu sagen, das war's, das Wochenende ist vorbei. Herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Bis hoffentlich bald mal.